Kann ich mir die einfach nehmen, die Buchse? Ja, klar. Bitte. Gut, kann ich sehen jetzt dann. Ja, dann hätte ich noch weniger bezahlt. Das ist schon geil, das an und für sich ist ja gar nicht schlecht, dass, ja, dass die letzten Modelle in so einem Kunststoffrad gebaut haben. Das heißt nicht so schön. Ja. Aber man muss nehmen, was man kriegt. Für den Kurs ist es geil. Ja, auf jeden Fall. 250 kriegt man auf alle Fälle schon. Ja. Locker, kriegst du ja für den Holländer. Kriegst du ja so viel. Und da du ja auch ein Führer. Ich hab da schon Sachen gemacht. Ach Gott. Wenn ich die hätte, würde ich echt Geld verdienen. Das ist ja gefälschlicher, das ist ein Fernseher. Bist du ein Fälschlicher? Einmal. Das ist super frisch. Ich hab diesen Mandarin in meinen. Achso, einen Schmuck habe ich. Silber, Gold. Das hier, oder? Wunder als Mann. Hier, die Kette ist aber leider nicht wissen. So, ein Scheiß, das ist schmelzen. Okay. Ist aber mit 5,8 Gramm gekommen, ja. Ja. Aber ist ein Gramm, ne? Bist nee, das sind 2. Die war schon mal bei der Handreihe. Die war bei der Handreihe, weil sie noch ganz war, oder was? Ja. 2,3 noch was. Was ist das hier? Ja, das ist schon klar, aber. Eine Decke. Das ist was Schweizer. Das wissen wir nicht. Ich bin Fernwasser zu gut, woraus fühlt sich von. Ja, Tempo. Warte, warte aber, ja? Nee. Das heißt mal gucken, hier. Das ist ja ein Decken Essen gerade. Ja? Bitte? Müssen wir mal warten, weil die ist gerade unterwegs. So, ich bringe den Scheiß erstmal hoch. Nochmal ein Bild. Okay. Ja, drin. Vorderradreifen. Ja, sieht so aus. Tausch. Bei den Kollegen. Machen wir den Kopf. Die Kollegen wollen Pedale. Pedale. Tausch. Bei dem dahinter war es. Was war denn bei dem dahinter? Ein Hinterradplatz. Das sind ja alle Kleinigkeiten, aber das hält ja trotzdem auf, wa? Ja. Theoretisch ja, sonst ich klaue ja sonst irgendwo immer was, aber ich will nicht. Super. Immer alles klauen. Ach, danke schön. Gut, bitte. Nicht immer klauen, richtig. Das ist nicht gut. Darf ich dich auch noch um ein Flugzeug erleichtern? Dann komme ich gleich wieder mit ein bisschen Geld vom Chef. Okay. Da ist er doch. Danke, mein Lieber, ja. Wunderbar. Ciao, ciao. Ciao. So, jetzt mal schraube ich hier auf. Hier drüben, die Abdeckkappe. Das wird natürlich von außen gar nicht sehen. Ich brauche hier noch mehr, viel mehr Plätze, um die Kamera aufzuhängen. Jetzt schraube ich hier mal auf. Scheibe ab, Verdrehscheibe. So, dann schauen wir uns mal hier an, das wunderschöne Lager, was hier völlig verkantet, rumoxidiert. Ja,
Das hat auch irgendwann vor 10 Jahren mal das letzte Mal fett gesehen. So sieht's aus. Das ist kein Wunder. Wie soll der nicht funktionieren? Ich schätze, die andere Seite ist durch. Gucken wir mal. Tja, was wollen wir dazu sagen? Genauso sieht das Lager aus. Das ist eigentlich Abfall. Ausbau, neueren bauen, fertig. Oder eben. Ich drücke nochmal Lagerrenken drin mit viel Fett, vollpressen und das war's. Dann hält es noch mal ein paar Jahre vielleicht. Gucken, wie das aussieht, wie die Schale aussieht und dementsprechend schauen wir mal. Ja, nett, das stimmt. Walzenlager nennt man das, wa? Plattwalzenlager. Auch. Welche Größe? Ja, das könntest du das selber anschauen, ich kann dir selber nicht sagen. Okay. Leider. So. So geil! Ich liebe diese Fettspritze. Warte gleich. Ja, klick Moment. €30? Wo waren wir stehen? Hier bei dem wunderschönen Stück. Filmst du überhaupt noch, Kamera? Wir sind Traumstückchen hier. Ach, macht das einen Spaß. Frische Fett in die Lager. Wunderbar, es flutscht. Ah, das ist schon okay. Ich glaube, das hält noch eine Weile. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Wie lange das jetzt hier alles gelaufen ist, wenn ich überhaupt mitgekriegt habe, das habe ich alles zerlegt. Achse raus, Lagerwand durch, neue Lagerin, neue Fett drin, alles sauber gemacht, zusammengebaut, den Keil hier nochmal geplant. Nochmal geplant mit einer Feile und alles schön zusammengebaut und läuft einmal frei jetzt. Schade. Kamera ist ausgefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt drauf ist. Wiederholen tue ich es nicht. Ja, manchmal haben wir auch so eine Pannen. Leiten, Pech und Pannen. Okay, dann ist das fertig. Ich freue mich, diesem Rad neues Leben eingehaucht zu haben. Ein Vaterland darf weiterfahren. Oh, dann habe ich ja noch eine Narbe. Oh Mann, oh Mann. Okay, hier ist dieses ominöse Teil. Dieses ominöse Knacken, was von hier hinten irgendwo kommt, das untersuchen wir mal jetzt. Das hört sich aber nach Kette an. Das hört sich jetzt arg nach Kette hier an. Ja, nicht nach Narbe. Bei Hollandrad wollten sie ihm das ganze Tretlager tauschen. Das hört sich jetzt erstmal nicht nach Tretlager an. Vielleicht ist auch da irgendein der Bügel hier vorne. Ja. Wo immer das Kettenschloss gegenschlägt. Standard-Gumpf, der da runterfällt. Oder? Oh, Herrgott. Die Narbe, ne? Ja. Mach mal. Nicht, das ist okay. Der Tretlager ist es nicht. Nee. Aber wenn, dann ist es die Narbe. Tja, was mach ich jetzt mit dem? Stell ich mir an, ein neues Hinterrad. Keine langen Faxen machen. Ne. Raus, weg. Neu drin, fertig. Abgefahren ist abgefahren. Verschleiß ist Verschleiß. Ja. Das sehen die Leute aber nicht.
Naja, im Grunde genommen sehen sie auch nur das Geld. Das kostet ja. Ja, aber wenn sie ihre Namen öfter mal ein bisschen fliegen würden, dann würden die auch ein bisschen länger halten. Ja. Aber die Pflege kostet ja auch wieder 80 Euro. Ja. Zahlt ja nur 80 Euro für Hinterrad auseinanderbauen und da fliegt da auch keiner was drin. Die nehmen da auch ein neues Innenleben von einer neuen Narbe. Klappt nicht drin und das war's. Das ist wie bei Uhren, ey, ohne Scheiß. Gibt's eine Uhr ab zur Revision? Ja, neues Zifferblatt, neues Werk, neues Gehäuse. Ich sag, also habt ihr eine neue Uhr gebaut. Macht 840 Euro. Keine Ahnung. Ich sag, was bitte? Ich wollte einfach nur mal gesäubert haben, die Uhr. Ich habe für die Uhr 150 Euro bezahlt auf dem Markt und die lief nicht ganz sauber, die war ein bisschen verharzt. Gib die bei Chris ab, die schicken die zu Rado und Rado macht natürlich eine Komplettrevision. So, was ist denn das für ein Quatsch? Das wird für ein Unfug. So ein Dit, wie kommt man denn da drauf? Der Rado Diva Star von 1992 oder was? Das Ding ist ja gerade mal 500 Euro wert oder so. Die Reinigung hätte dann Fuffi gekostet, das war dem wohl zu wenig. Ja, seitdem habe ich mir angewöhnt, alles selber zu machen. Das war halt, das ist echt lange her. Seitdem mache ich so alles mehr, oder? Beziehungsweise für schwierigere, teurere Uhren, sagen wir mal so, wo ich mich dann einfach traue, weil wenn da ein Teil kaputt geht, gleich 200, 300 Euro kostet. Als Ersatzteil nur. Habe ich den Uhrmacher, der das macht. Montag 10:30 bin ich mit dem verabredet. Der freut sich schon auf mich, sagt er. Und das ist ein echt guter Juwelier. Der ist hier aus Neukölln weg. Jetzt vor 2 Jahren. Weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Sagt er, da hat er nur noch mit alles verriegelt, verrammelt und immer nur mit immer abgeschlossen die Türen den ganzen Tag und so und immer mit anklopfen und nur Leute, die er kennt, lässt er rennen und so. Der hat den auch im Hermannplatz hinten Laden gehabt. Juwelenfassermeister. Ja, also wirklich, der macht nämlich auch Auftragsarbeiten. Der hat für mich auch so eine Auftragsarbeit schon gemacht. Jetzt gebe ich ihm noch einen Auftrag für, macht richtig Formgießen, machen aus Gold, Platin, was auch immer du willst, Silber auch. Mhm. Der hat es geschafft, hier wegzukommen. Hoffentlich können wir für die Narbe hier noch was tun. Das ist ja hier dem Achim sein Spezialgebiet, Sachsenarm. Die gute Frau hat das Ding schlicht und ergreifend zu fest zugeballert. Sagt sie, ich sag, kannst du doch gar nicht. Muss doch fest sein. Muss man doch festmachen. Man kann es doch ja nicht so fest zumachen. Ja, aber seitdem klemmt die Narbe. Oh, hier war nicht mal fest. Ich sage, dann hat vorher schon was nicht gestimmt. Erstmal die Sinnlosscheiben hier abmachen. Bitte schön. Ja, bloß reingucken. Ich überhebe. Achtung. Kriegst du nicht. Die bewegt sich keinen Millimeter. Da muss vielleicht jemand mit mehr Power ran. Da bin ich eine falsche. Steht ja was drauf. Ist das so ein Markt? Ich dachte, das ist Eigenbau. Die sind beide, musst du gegeneinander kontern. Mhm. Dreht halt mit. Ja, die eine ist offen, die andere muss wahrscheinlich unten kontern, unten einspannen. Ja. Dann dafür. Nicht verbummeln, das Schöne mit dem Torpedoschriftzug. Ja. Ja Mensch, da mache ich mal in der Zeit das Schrottenrad da vorne. Und ihr könnt ja mal hier mal gucken. Ja. Dann machen wir mal von hier oben. Da. Sing, mein Gott, sing. Alles ein Schrott. Ah! Was
denn du? Na, die zweite Schraube sitzt genauso fest wie die andere. Na, jetzt ja. Hab's ja nochmal festgedreht. Komm gleich. Papa kommt gleich. Das ist ihre Lunchbox. Ah. Ah, hier. Was hast du? Tada! Ja, kann ich dir das ja übergeben. Tatar, Lütatar. Achso, hier. Kann ich dir das übergeben. Jo. Okay. Ja, bitte? Sie wünschen bitte? Hallo, und jetzt kommst du mit Uhren. Nein, nur das Ding. Was nur das Ding da? Ja, dieser Stift, ich bin ein bisschen so ungeschickt. Du bist alt. Ich bin alt. Das ist doch kein Vorwurf. Nee. Das ist nur eine Feststellung. Genau. Ich habe sogar so ein Messerchen mitgebracht. Der Stift ist hier schon drin. Und dann muss man das da, glaube ich, noch machen. Das sieht ja hässlich aus. Wieso? Du willst das da dran machen? Was willst du da machen? Ja, auf alle Fälle nicht mit einer silbernen Schließe, die dicker ist als das Uhrengehäuse. Okay. Schon irgendwas, was ein bisschen filigran zusammengeht. Ach, ist egal, wenn du Kunden hast, die kaufen. Oder ein normales schwarzes hätte ich auch noch. Mit goldener Schließe. Ja, klingt besser, ne? Auf alle Fälle, weil das ist ja ein Sportband hier. Also einfach nur Geschmacksfrage. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen zu. Ich habe kein Uhrenwerkzeug nicht hier. Was? Ich habe kein Uhrenwerkzeug nicht hier. Wie verwunderlich, hä? So, gut. Lässt du die schon hier? Ich will das. Okay, dann leg die oben hin. Das ist das U16, oder? Nee, 18! Das ist ja abgebrochen hier oben. Das ist natürlich gar nicht. 18er. Was? Lagerring hat sie zum Glück nicht terminiert. Nee, was, nicht. Was ist kaputt? Die haben hier Bremskonus? Nee. Nein, ist gar nichts kaputt. Das ist es ja gerade. Die sind auch noch dran, die Nasen. Ja. Ja, das ist gut. Das war nämlich bei den letzten Narbe, weil da waren die Nasen weggeballert. Ja. Aber das ist halt alt. Nimm mal die Haare da raus. Guck mal, die ganzen Haare da drin. Eva war so mit dem Fett nicht geizig. Na, sie wahrscheinlich nicht. Das Bremsmantelfett. Ja, tropffest. Nehme ich immer hier auch diese tropffeste. Das ist auch eine Umweltverschmutzung mit den ganzen Handschuhen und so. Ja, auf jeden Fall. Mann, das ist die Kaffeebecher-Diskussion ist hinfällig. Ja, das ist ein bisschen viel Fett gewesen vielleicht. Ja. Das läuft ja dann, wenn das heiß wird, wird es ja flüssiger und läuft dann eben drüber auf diese Sperrklinken und blockiert ein bisschen. Aber das ist ja nicht der Fehler. Der Fehler war ja einfach, dass das von außen nicht vernünftig gekontert war und sich dann festgezogen hat im falschen Moment. Bekannte Strom hier.
unerwartet. Nicht alt. Boah, ich kack den Rücken runter, ey. Nee. Boah, so eine Nachrichten. So, das haben wir. Ja, meine Decken muss ich nicht demnächst mal besorgen. Naja, ärgern wir uns nicht weiter über Stahl Arena rum. Hier haben wir ein echtes Schmuckstückchen aus dem Hause Kirsch. Und zwar ein Neurad sozusagen. Ein neues Altrad. Ein Altneurad, Neu-Altrad. Also wirklich neu. Neu. Alles glänzt im feinsten Sonnenlicht. Ich habe so, was sie nicht ausgebuddelt haben. Wirklich noch neu. Neu. Alles. Das. Schutzbleche. Alles. So ein Glanz. Die Lampe. Noch keine Sonne gesehen. Kein Kratzer am Lenker. Die Bremse. Noch richtig fest. Halt neu. Tun, Aero Coronado oder so ein Scheiß, die Kurbel. Bestimmt. Hab ich jetzt ja nicht geguckt. Diese Leichtbaukurbel. Ah, genau. Aero Coronado. Mit diesem wunderschönen Sachs Orbit. Genau. Sachs Orbit Narbe. Die hat Spiel. Das ist das Einzige, was damit ist. Ja, dann muss man mal gucken, woran das liegt. Ob das nur der Konus ist, weil wie gesagt, Verschleiß kann eigentlich nicht sein. Null. Nee, da wird der Konus bei der Montage nicht richtig festgezogen worden sein. Ja, toll. Hallöchen? Was ist denn das? Was ist denn Hallöchen? Wo seid ihr denn? Hier. Yay, da haben wir was. Na, offensichtlich locker ist erstmal nichts. So, was für ein Schrott. Und bei der Narbe muss ich dir ganz ehrlich sagen, da muss ich mich erstmal schlau machen. Ich habe von Sachs sämtliche Unterlagen auf Arbeit. Wirklich alles, sogar über die 12-Gang-Narbe. Ja. Aber was ist denn hier? Ich guck momentan da nicht so wirklich drin. Wieso nicht? Gerade jetzt? Naja, ich bin ja fast nie auf Arbeit. Aber wenn ich auf Arbeit bin, dann habe ich was zu schrauben. Ja, okay. Weil ich habe ja noch meine Stadtschlampe. Ja, ist die Kontakt. Voller Programm. Ist voll die Kontakt, ist voll kurios eigentlich. Mit Zweiganggetriebe. Ja, genau. Also high and low, einfach nur. Ist das aber Berg- und Talgang. Ist ein Zehngang. Genau, 2x5. Genau. Die hatten schon geile Erfindungen gehabt damals. Ja, das ist der Knaller. Die hatten so geile Sachen. Man muss ja mal sagen, im Neuzustand sind die Dinger geil, weil du weißt, die halten erst mal 10 Jahre auf alle Fälle. Achtung! Geil! Macht ein bisschen Geräusche. Auch normal. Das ist vom Lagern. Immer eine Kugel unten. Diese. Mhm. Perfekt. Die ist noch nicht eingefahren.
Perfekt. Wackelt nicht. Kann raus. Kann abgeholt werden. Scheiße. Siehst du? So, und die andere Seite nochmal probieren. Wie neu. Es ist so der Hammer. Schön. Schlüssel hat sie auch dafür, hier für das Schloss. Geil. Geil, 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 geil. Gefällt mir sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Wunderschönes Fahrrad. Na, wenn man so schwärmt für so ein ganz simples Ding, war das eigentlich totaler Quatsch, war. Das ist ja eigentlich so was wie heute irgend so ein... Das war damals Standard, so ein Rad. Ja. Das war standardmäßig gut gebaut. Gutes Kirsch. Alles Kirsch. Kirsch, 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 Kirsch. Kirsch! Für 1200 hattest du eine Penta und für 1500 hattest du die da. Wahnsinn. Wie viel Geld das war? Das kann man sich gar nicht vorstellen heute. So. Haben wir, also machen wir Feierabend für heute. Jo. Möchte mal sagen, ich bin schon wieder nicht zu der Saxonette gekommen. Ey, das ist ja echt mal ärgerlich. Aber was soll man machen? Und wir haben schon wieder einen Hans Lutz. Hans Lutz für Montag. Und das Orbea, was eigentlich nur ganz kurz mal nur drüber geguckt werden muss. Das ist halt nur auf dem Heimtrainer gefahren. Ich mal gucken. Vielleicht kaufe ich ihm das ab. Für ein bisschen weniger. Du hast so was ganz Komisches. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Weiß ich nicht, hast du bestellt? Ja, habe ich bestellt. Das sind zwei. Ja. Ja, wollte gerade sagen, du musst nur da hingucken. 30 Euro. Was ist das? 30 Euro Enduro-Lager. Ich glaube, die kosten keine 30 Euro. Die kosten eigentlich nur 11 Euro ein Stück. Aber Versandkosten war nochmal. Ja, habe ich mitgebracht. Habe ich gut gekauft. Geil. Das sind gut, qualitativ gute Lager. Ich hoffe, die passen. Naja, doch, der ist schon besser mit. Nein. Mann, ich freue mich schon drauf. Mal gucken, was das für ein Laufergebnis ist hier mit denen. Weil da sind ja Lager drin gewesen, und jetzt ist ein Laufrad, ein Vorderrad. Das sind die Lager dafür. Da waren jetzt Lager drin, die ca. 2 Euro das Stück kosten. Und die kosten eben jetzt 11 Euro das Stück. Also das ist ein enormer Unterschied. Tatsächlich, weil für ein Lager 11 Euro und das schon beim Großhandel, ist schon Wahnsinn. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt auf das Laufergebnis. Das sehen so aus wie die Phil Wood Lager, die zumindest bei Phil Wood Namen immer eingebaut sind, bei den neueren. Und gleiche Laufeigenschaften, das wäre der Hammer.